Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt Energy Drinks, die ich seit 3 Jahren hier bei mir vergessen habe. Kurs geht raus an AZ. Wir haben die schon mal getestet, aber damals nur eins von jeder Sorte. Und dann habe ich den Rest einfach vergessen. White Columbia. Digga. Boah! Da kam, glaube ich, Tauben raus. Habt ihr das gesehen? Yo, schwarz, gelb, weiß und lila. Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Hä? 4.9.2023? Die sind noch ungefähr eine Woche gut. Bisschen mehr als eine Woche. Hä, weil schau, bei dem steht Mindesthaltbarkeitsdatum 1.2.22. Digga, der hält 1,5 Jahre länger. 12.07.22, der ist ein Jahr abgelaufen. Gar nicht so schlimm. 1.02.22. 4.09. Also die weißen halt nicht lange. Wir fangen an mit dem, der noch nicht abgelaufen ist. Honeymoon. Honey Melon. Was für Honeymoon? Ich habe an Oksana gedacht. Die waren für ihre Flitterwochen in Dubai Zwischenstopp und dann jetzt Mauritius. Der Geruch sticht ein wenig. Was aber nicht sein kann, weil der sollte noch fresh sein. So. Vielleicht liegt es auch an dem Wetter, aber so ein kühler Drink. Oh, 45 Kalorien auf 100 Milliliter ist schon viel, Mann. Achso, die sind übrigens von Unibev. Das sind die, die auch Brattee und Vita Watte herstellen. Bei Honigmelone auf jeden Fall fresh, Mann. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt überlebt haben, also ob die noch im Handel sind, ob die jemals in den Handel gekommen sind. Ich habe den ein-, zweimal bei Shisha Bars gesehen. Lass mich mal auf Insta schauen, ob es die noch gibt. Als nächstes den hier. Der ist bisher nur ein Jahr abgelaufen. Mango. Riecht noch gut. Also jetzt kein giftiger Stich. Ich trinke mal nicht so viel von dem. Schmeckt gut. Starker Mango-Geschmack. Fresh. So, wir kommen zu den 1,5 Jahren abgelaufenen. Wir haben Blueberry und einfach schwarze Dose. Diese schwarze Dose hat einfach 50 Kalorien, Mann. Also der stinkt ein wenig. Farbe sieht noch gut aus, oder? Was ist das? Blueberry? Schmeckt eher nach Traube, aber okay. Boah, der ist schon bitter, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob er so bitter sein soll oder ich mir das alles nur einbilde. Fruchtig, der Beerengeschmack ist noch da. Leicht bitter, könnte aber alles auch nur eine Kopfsache sein. Jetzt haben wir den schwarzen. Ah, Holunder, Limetten, Minzgeschmack. Das ist mein Favorit, wegen der Minze. Vor allem mit Shisha kommt das ernst geil. Ich blende jetzt ein paar Szenen von damals ein und dann schauen wir mal, wie sich mein Magen verhält. Oh, yes! Es klingt echt komisch, Leute. Ich bin gespannt. Ihr wisst ja, Kapi, das erste Mal hat ein Safe rausgehauen und das zweite Mal so eine Schatztruhe. Ihr wisst doch gar nicht, welcher Rapper das ist, oder? Da steht eh Columbia White. Das wird auch krass. Tschu.
Jetzt habe ich noch eine Unterschrift, Mann. Von AZ und Suna. Ich habe schon zwei von Kapi. Hey, super saftig. AZ und Suna rasieren das Shisha-Game dieses Jahr. Nochmal so richtig mit der vierten Sorte White Columbia. Du gehörst zu den ersten, die die fresh Ware geliefert bekommen. Wir freuen uns übertrieben auf deine Meinung. Markiere White Columbia auf Instagram und zeig uns das... Was? Und zeig uns, wie du das flüssige Gold genießt. Gönn dir und vergiss nicht, immer schön fresh bleiben. Oh, thank you, thank you. Oh mein Gott, wie viele Dosen sind das, Mann? Aber ernst geil gemacht. Oh yes. Yo, ich bin gerade anders lost. Ich habe hier zwei Videos. Eins, wo ich das Paket bekomme und aufmache. Und das andere, wo ich es selber alleine teste. Und ich habe im Kopf, dass wir bei Chong waren, ich das mitgebracht habe. Tati war da, Chong war da, ich war da. Wir haben Shisha geraucht und das getestet. Und das ist 100% passiert. Jetzt musst du mal drauf. So. Ich frage mich aber, und ich habe es auch aufgenommen natürlich, wieso daraus kein Video wurde und ich das dann selber alleine getestet habe. What the fuck? Normalerweise hast du ungefähr, also ich habe jetzt kein fotografisches Gedächtnis, natürlich nicht, aber ich kann ungefähr einsortieren, wann wo was gedreht wurde und falls ich es nochmal brauche, dann ist das Archiv sozusagen mein Gehirn und dann kann ich ungefähr raussuchen, hey, an dem und dem Tag haben wir das und dies gedreht. Und dann, falls ich was brauche, suche ich das einfach raus. Und ich habe mich noch nie getäuscht, so wie hier. Komisch. Yo, das war's von mir und den damaligen Jungs. So ist es, wenn man aus Berlin kommt und ein Video raushauen muss. Genau wie Anime-Studios, die die Deadline einhalten müssen. Da werden einfach ein paar Animationen reused. Das war keine Filler-Episode, das war eine Recap-Episode. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Achso, übrigens, mir geht's gut. Keine Auswirkung, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Den einen werde ich noch auszufüllen, der ist ja noch eine Woche haltbar. Folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi und Crypto, Cashflow generieren, jeden Tag tracken, serious business und ciao.